Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. Yo, meine Freunde. Ja, im letzten Part haben wir endlich unsere Crew wieder gefunden, inklusive Prompto. Und können endlich an die kräftehemmende Maschine von Noctis sozusagen, oder die Noctis Kräfte im Zoo. Und ja, mal schauen, ob das so glimpflich ablaufen wird. Wir sind scheinbar wieder da oben, wo wir sein müssen. Gut. Abgeschlossen. Das Geräusch kommt von drinnen. Wir müssen da rein. Lasst mich. Eigentlich. Nur Emmy. Ach wirklich? Habe ich noch nie drauf geachtet. Ich bin aus Niflheim. Aber auch wenn ich hier geboren wurde, fühlte ich mich nie mehr zu Hause als mit euch zusammen. Ihr seid mehr als nur Freunde. Uns ist doch völlig egal, wo du geboren wurdest. Du musst dich nicht erklären. Wir vertrauen dir, Prompto. Danke. Ich hatte Angst vor meiner Vergangenheit. Seit wann ist die Abstammung überhaupt so wichtig? Du hast mich schließlich noch nie wie einen Prinzen behandelt. Ja, stimmt. Verhältst dich ja auch nicht wie einer. Genug jetzt. Komm, mein luzischer Freund. Bist einer von uns. Das wäre also vom Tisch. Ja, auf jeden Fall. Och, wie niedlich, sie haben ihn akzeptiert. Ja, wie es eigentlich auch sein sollte in einer Crew. Ne? Also, ich bin schon froh, wie es jetzt gelaufen ist. Endlich. Jetzt ist die Crew wieder beieinander. So, wie es immer hätte sein sollen und niemals anders. Final-Elixier schon wieder. Was ist das denn bitte? Hinten dran. Ehrenorden des Imperiums schon wieder. Ist hier dasselbe Spiel. Ich weiß, wir müssen wahrscheinlich an den Kasten hier, aber... ja. Oh, nice. Aber ich frage mich immer, wo sein Schwert verschwindet. Funktioniert? Die Maschine steht still. Noct, sind deine Kräfte zurückgekehrt? Na komm, probier's aus. Okay, mal sehen. Na also. Alles beim Alten. Ein Glück. Hey, gehen wir. Oh yeah, Noctis hat seine Kräfte zurückerlangt. In Söldner Bereitschaftslagern kannst du nun wieder Ambra rufen, um in die Vergangenheit zu reisen. Ah, okay. Das heißt, ab hier könnten wir wieder Vergangenheitsmissionen machen. Schon wieder. Ist klar. Ohne Moment, die Freunde, ich bin nicht mehr ausgerüstet. Sorry, aber... Jungs, ich war völlig... nicht mehr bei Sinn hier gerade, ne? Autoarmbrust, nee. Katana des Kriegers und... Wo sind meine schönen, wie soll ich sagen? Meine Assassinen-Sachen. Ich glaube, das Assassinen-Dolche. Ja. Du pflegst vielleicht. Danke. Nö. Ich habe jetzt eine ultimative neue Waffe. Von daher hoffe ich mal, dass die wirkt. Tschüss. So läuft es, Freunde. Jetzt können wir die großen Gegner einfach mal so wegnieten. So läuft's. So können wir die Story genießen. Ah, jetzt ist Noctis wieder on the road. Wer will? Hallo? Muss ich jetzt irgendwie da durch oder so?
wieder. Hä? Hast du irgendwo noch Gegner? Zum Hangar begeben. Und wo ist der Hangar? Ah, hier ist noch so ein Kollege. Oh, du hältst ein bisschen mehr aus. Wow. Du bist nicht schlecht, aber zusammen, ich muss einfach wieder mal. Können beide. Oh, und beide haben draufgeballert. Beide haben draufgeballert. Oh, Zusammenarbeit geht echt geil. Ich musste. Keine Waffen, keine Freunde, keine Wahl. Einer von uns muss ja schließlich den Kristall finden und die Welt retten. Natürlich auch euch drei Knalltüten beschützen. Gesprochen wie ein wahrer König. Sag nix. Der Ring ist eine schwere Bürde. Ey! Ja. Seid ihr Banane? Gemeinsam schaffen wir das schon. Ja. Yo. Elixier. Noctis. So, jetzt reicht's. Ich hab genug gesehen. Tiddle. Und jetzt zu euch. Ach nö, die explodieren. So, ja, das habe ich gedacht. Deswegen bin ich aus dem Radius. Aber die Freunde checken das wohl nicht. Dass die da aus dem Radius müssen. Aber gut. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Hey, hey. Wo bin ich hier gelandet? Prompto, einmal Durchschuss. Jetzt kannst du wieder Vollladung geben. Überraschungsangriff. Oh. Irgendwie. Oh oh. Stase irgendwie. Nee. Das heißt, Superregenerator. Wo heile ich nur? Ja. Das andere Scheiß. Ich habe irgendwie nur alles, was normal, alles gleich halt, ne? Okay. Da ich das gerade sowieso gebrauchen kann. Hä? Warum kann ich nichts anwenden? Ich habe Elixier verwendet und ich verliere Leben. Irgendwie, ne. Sehe nicht ein. Ja, super. Danke. Danke. Also, wo ist der Lift? Ich hoffe, hier hinten irgendwo. Nun zum Kristall. Warum kriege ich Schaden? Gesperrt. Zum Glück kann ich hier alle Türen mit links öffnen. Nein! Ah, oh, verdammt. Ich gehe gleich. Verdammt, ich gebe meine MP immer zu schnell aus. So, ich nehme mal die kleinen Fische hier weg. Dann sind die schon nicht mehr hier. Oh Mann. Aber auch der kleine Fisch kann ziemlich schnell mal nervend werden. So. Mach mal Bumm. So, danke. Wundervoll. Ja, so kriegen wir die auch down. Ja, ist klar, wie ich nicht ausweichen hätte können, ne? Also, das Ausweichen ist hier schon ein wenig fail. Einfach nicht zu gebrauchen. Bis zum Ende nicht. Vor allem Ding am Ende, wo man es bräuchte. Ey, willst du mich verarschen? Woher kommst du denn jetzt noch? Dammbrecher. Hau drauf. Yo. Guckt euch das an. Wie der zerfallen ist. Ich brauche eine Pause. Ich auch, aber... sind Bix und Wedge in Sicherheit. Was ist denn passiert? Wir wurden unterwegs angegriffen. Ach was. Die beiden kommen schon klar. Hoffe ich. Können wir jetzt hier durch?
Oder wo geht's hier lang? Ich möchte einfach jetzt nach Hause, würde ich sagen. Oder besser gesagt, dem Ollen noch die Schnauze stopfen, Oh, was denn da? Da könnte ich wieder auffüllen. Und wo habt ihr den Regal ja gelassen? Draußen. Notgedrungen. Er hat einen Totalschaden. Aber er hat uns bis zum Schluss beschützt. Ja, hat er. Ja, klar, man kann hier Waffen kaufen. Ist klar. Ist klar. Ein Waffenschrank. Fünf, würde ich mal sagen, kaufen wir hier wieder. Elixiere kaufen wir hier mal wieder 10. Weil jetzt geht sowieso gegen Ende des Spiels. Oh, nö. Das sind so teure Sachen. Dein Ernst? Ja gut, super Tränke habe ich ja jetzt noch. Gut. 9, so. Ja, komm, passt. Brauchen wir sowieso nicht mehr die ganze Kohle. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer sich mit uns anlegen möchte. Wenn wir schon wieder so gut eingedeckt werden oder könnten, ne? Dann steht meistens ein Bossfight an. Und Dignes ist schon halb tot irgendwie, also ja. Ein Fünftel. Ist klar! Ne! Verdammt! Alles klar, ich räum zuerst mal die weg hier. So. Super. So. Dieser kleine Lilliputaner nehmen wir jetzt so aus den Angeln. So. Danke. Jetzt würde ich sagen, verschwindet alle. Außer du natürlich. Der Obermotz will nicht. Der Obermotz will nicht sterben. Oder jetzt möchte er vielleicht sterben. Wow, was für eine schwere Geburt du sein wirst. Schwert des Vaters. Hauen wir mal damit drauf. Ja. Jetzt dürfen wir direkt mal auf Prompt und Heiltrank verwenden. Ich habe länger Noctis jetzt. Und dann läuft es auch wieder. So. So, danke. So, willst du jetzt noch mal was? Ich glaube nicht. Mach Bumm. Verzieh dich. Oh, heilen. Ey, kein Problem. Der Kristall wird unser Reich segnen. Wenn du meinst. Nicht zum Herrscher der Welt. Jetzt bist du nur noch. Okay, auf zum Lift. Jetzt bist du nur noch der Herrscher des Todes. Oh, wir können noch heilen. Das heißt, wir machen mal eine Gruppenpause. Alle übernachten, Leute. Ihr dürft gerne. Oh, ist ja auch mal alle in der Runde. Sogar noch Level Up gibt. Oder gab es? Wir sind immer noch nicht auf dem Level, wo wir die anderen gesehen haben. Ich glaube, die waren Level 40 und so, ne? Das war schon ziemlich heftig, Freunde. Da in der Kanalisation. Vor etwa gut gefühlten 20 Parts. Jetzt endlich in den Lift und hauen dem anderen eins zwischen die Arme. Muss ich jetzt da allein hoch? Nee. Muss ich nicht. Dann. Ist das ein Hangar? Ja. Wow, riesig. Ob wir hier zum Zentrallift kommen? Vielleicht durch den Hintereingang. Durch welchen Hintereingang? Euer Majestät, nicht mehr weit bis zu eurem geliebten Kristall. Als Belohnung für deinen bisherigen Erfolg habe ich ein Wiedersehen mit einem Freund arrangiert. Beinahe hätte er zu deiner Familie gehört. Bitte.
Dein Ernst, wie heftig. Er ist zum Sieger geworden? Nee, er wurde zum Sieger gemacht. Das hat er doch nie gewollt. Ich kenne den. Kann ich den so killen? Ich kann den nicht mit dieser Magie killen. Nee. Dann ist gut. So, nee. So. Das ist bei dem gar nichts, ne? Ist klar. Und bei mir zieht's gleich auch noch die Hälfte des Lebens ab. Wow. Kombinationsgabe. Hey, ich bin ja nicht mal auf dem Level. Ist klar. Zum Glück habe ich noch Heiltränke gekauft. Und das ist noch nicht mal der Bossfight, ne? So. Prompto Durchschuss. Ey, das ist jetzt der stärkste Gegner, den wir jemals hatten. Ist klar. So. Heiltrank. Heiltrank, Ignis. So. Wie gesagt, diesmal bin ich gut ausgerüstet. Nur diese 15 Tränke sind auch schnell weg. Kann ich nicht. Ihm so Leben entziehen. Oh, der Hundesohn. Elixier. Ich brauche jetzt ein Elixier. So. Wegen dem Leben. Nein, nein. Ich konnte nicht ausweichen. Das ist der einzige Problemscheiß am Ring. So. Aber ja, ich kann ihm so ziemlich Damage ziehen. Au. Heiltrank, Noctis. Dämmerbrecher. Kombinationsgabe. So. Komm, ich helfe dir. So. Danke, Noct. So. So. Na, kommst du wieder auf die Beine? Ist klar. Ist klar. Jetzt bin ich gleich ganz tot. Oder nee? Was heißt hier alles? Alter. Du weißt schon, der ist ein bisschen abartig. Der macht eine Range, die man nicht verstehen möchte. So. So. So, normal. Erleide die Auswirkungen daran. Nein. Oh. So. Supi. Ich muss mehr mit den Kombinationsgaben arbeiten. So, ja, das wird ein heftiger Kampf. Normal Durchschuss. So. So, der nächste, den ich heile. Ignis ist tot. Dein Ernst? Phönixfeder. Überlebe! So. Kritisch heilen. Zum Glück weiß ich, wie man mittlerweile heilt. Boom. Mmh.
Das sagt der Richtige. Ist klar. Und aber die Waffen nehmen nicht wirklich mehr weg. Oder doch? So. Ist klar. Wow. Ich kann den gar nicht parieren. Aha. Interesting. Ey. Der kommt mir schon fast so vor wie Xiaohudun aus Dynasty Warriors 4. So. Mach Boom. Geht nicht zu nah ran. Das dachte ich mir. Ist klar. Jetzt ist Digne schon wieder tot. Ich habe noch eine Phönixfeder. Die anderen habe ich schon geheilt. Puh. So. Jetzt gibt's aufs Fressbrettchen. Heiltrank bei mir. Nein! Prompto ist tot. Habe ich ein finales Elixier? Nee, nicht für alle. Mega Phönix habe ich genügend. Aber ich kann Prompto nicht mehr zurückholen. Oh nee. Oh nee. Ich habe gerade ein richtiges Problem. Und vor allem, wenn ich dann alleine bin, habe ich noch ein größeres. Eine Mega Phönix kann ich abgeben. Oh, es leben wirklich alle wieder. Oh, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Wo ist der Kollege? Ich heile dich. So. Macht beide. Hau beide drauf. So. Macht es einfach möglich, ich brauche euch gerade. Ziemlich dringend. Nein! Bist du behindert? Bist du des Wahnsinns? Ja, es brauchen nicht alle. Deswegen schmeiße ich nur ein Elixier rein. Oh, scheiße. Was gibt noch an allen? Das ist nur Supertrank. Ja, gut. Oder? Ja, klar. Den kann ich nicht geben, wenn einer halb tot ist. Hm. Was kann ich denn dem geben, dem guten Noki? Man kann mir gar nicht helfen. Erst jetzt, oder wie? Jetzt reicht's, Kollege. Vielen Dank. So. So. Dankeschön. Ja, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn so.
Auch wenn Prompto gerade gestorben ist. Ist klar. Kann ich den Heiltrank auf mich einsetzen? So. Den einen lassen wir mal liegen, weil wir können mit Mega Phoenix alle wiederbeleben. Das ist am besten, wenn wir jetzt mit dem, was wir noch haben, draufballern. Der steht dann schon wieder auf, wenn wir ihn jetzt noch besiegen. Nein. Wow, ausgewichen. Mir geht es gut. Yes. Jo, lass dir einfach mal helfen. So. Zum Glück sind die Assassinenklingen so schnell. Das ist so geil. Das ist egal, ist egal, ist egal. Ist egal, wir haben ihn fast. Hä? Wer hat ihn gerettet? Oder was war passiert? Okay, wir haben ihn. Das Ende einer Karriere in der imperialen Armee. Er ist nicht der Einzige, der einen hohen Preis zahlte. Das ist schrecklich. Also können sie Menschen in sicher verwandeln. Hey, Gesellschaft! Noch mehr kämpfen? Nicht wirklich, oder? Rave ist im Hangar. Nee. Nee. Leute von heute, ich sage euch auf Wiedersehen. Für eine Weile. Zumindest die, die ich gekriegt habe. Die anderen muss ich mal hier gerade so vernichten. Und wir haben schon wieder den Olga oder diesen Vollidioten als Gegner. Ist klar. Okay, Elixier, Noctis. So, nein. So. Ah, verdammt. Verdammt. Was ist unsere... Und wo ist es? Wo ist der Lift? Danke. Ja, aber jetzt muss ich sie alleine lassen, oder wie? Das geht ja mal gar nicht klar. Oh, ne. Der Hangar wird abgeriegelt. Bitte vom Tor zurücktreten. Was heißt hier vom... Ja, ist klar. Ist klar, das heißt durchrennen, Und wie soll das gehen? Wenn wir noch den Wind haben? Ne. Ne. Ist klar. Ist klar. Ne. Gegen die kann man nicht gewinnen. Ne. Ist egal. Von mir aus kannst du noch so ein 3 Koloss. Meter Dingensbumsen vor meine Nase hauen, aber ich hau trotzdem ab. Heiliger Meter, du musst stärker werden. Komm mit mehr Energie zurück, Mann. Tor versiegelt. Ja, ich hoffe. Ihr sterbt mir. Ja, sagt nix. Heiliger Meter. Ich bin ja jetzt gespannt, wo dieser Lift hinführt. Also ich glaube, im Moment haben die drei den schlimmeren Kampf vor sich. Ob deine Freunde noch leben? Fick dich. Erinnerst du dich an alle, die bereits gestorben sind? Sehr gut, und du? Weißt du noch, was ihre letzten Worte waren? Wartet auf mich! Ich bin sofort wieder da! Jo, richtig! Wir sind gleich wieder da! Diesen Gang entlang. Hoffentlich finde ich den Kristall da auch. Ich bin für alle die letzte Hoffnung. Nicht nur dafür.
Ja, hoffentlich ist es der richtige Weg. Gut gemacht, Nocht. So, nehmen wir mal die Kraft des Kristalls entgegen. Bitte gib mir Kraft. Für den Kampf. Was? Der König des Lichts. Du kannst ihn tatsächlich berühren. Es war einmal vor langer Zeit. Eine Welt, die von einer unheilbaren Plage heimgesucht wurde. Ein kleines Mitbringsel des Meteors. Dunkle Parasiten befielen Eos und verwandelten ihre Wirte in seelenlose Monster. In Lucis lebte ein Mann, der die Kranken heilen konnte. Er bewahrte sie vor ihrem Schicksal, indem er Scharen von Parasiten in seinen eigenen Körper aufnahm. Doch ein missgünstiger König, selbst noch nicht erwählt, fürchtete sich vor der Selbstlosigkeit des Mannes und ließ ihn töten. Er denunzierte ihn als Monster. Ich heiße tatsächlich Arden, allerdings nur in Kurzform. Den Nachnamen habe ich ausgelassen. Arden Luces Kylum. Mein Name. Von wem war nochmal der Name Izumo? Genau. Dich als Sterblichen zu töten bringt mir gar nichts. Werde eins mit dem Kristall. Werde zum König des Lichts. Dann werde ich dich, den Kristall und die Kraft, zusammen vernichten und endlich meine lang ersehnte Rache nehmen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich amüsiere mich hier, bis du zurückkommst. Was war denn das für eine creepy Vorstellung? In der Hoffnung, so die Welt von den Sichern und der Dunkelheit befreien zu können, berührt Noctis den Kristall. Doch statt Kraft vom Heiligen Stein zu erlangen, hat er sie gegeben, oder wie? Ihr könnt's nachlesen, ich nicht. Vom Schicksal auserwählt. Werde eins mit dem Kristall, erhebe dich zum wahren König des Lichts. Dies ist die Prüfung, die ich, der Schwertgott Bahamut, dir auferlege. Deine Rückkehr der Finsternis trotzend.
das einzige Mittel, mit dem der Unsterbliche gerichtet werden kann. Die Königswaffen und die Magie des Kristalls erheben dich sogar über die Götter. Mit ihnen vermagst du der gefallenen Welt Läuterung zu bringen. Doch um diese gewaltige Kraft zu entfesseln, ist ein Opfer vonnöten. Dein Leben für den Thron. Es ist vollbracht. Kehre zurück in dein Reich, wo der Herrscher der Finsternis wartet. Stürze den falschen König vom Thron und erfülle deine letzte Pflicht. Tut mir leid für den Husten. Das war heftiger Scheiß. Siegel des Schwertgottes erhalten. Oh mein Gott. Und wir sind jetzt irgendwo gelandet. Und vor allem sind wir älter. What the hell, man? Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir sind um einiges älter geworden. Noctis, Noctis. Oh, und wir können nichts machen. Das ist ein guter Moment, um aufzuhören. Und wie gesagt, entschuldigt den Huster. Ich habe vergessen, den Ton auszumachen. Und ja. Ich hoffe, es hat euch nicht sonderlich gestört und hat euch bei dem epischen Moment nicht gerade den Moment verdorben. Das war ein technischer Fehler meinerseits auf jeden Fall. Ich danke euch definitiv trotzdem fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tüdelö.